Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mich ein bisschen mit dem Thema Minecraft und so Ende des Hypes beschäftigen, weil ich denke, wir haben es alle mitgekriegt. Minecraft, also der Riesenhype Minecraft, ist langsam vorbei. Immer mehr YouTuber steigen um. Und da möchte ich einfach mal ein bisschen drauf eingehen, wie schlimm das denn ist, ob Minecraft wirklich gar nicht mehr gehypt ist oder ob es ein bisschen zurückgeht und natürlich alles mit Fakten beweisen. Viel Spaß beim Video. Night and grew around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, backstroke every day in Chicago. Some people like the way it feels. Das letzte Mal, dass Minecraft so schlecht gegoogelt wurde, wie es heute gegoogelt wird, also so niedrig und so wenig oft, war 2011 im August, was schon was heißen soll, weil damals war natürlich das Internet auch noch viel weniger benutzt als heute. Ende 2015 hat es dann angefangen zu fallen, dann im Juni 2016 ist es nochmal raufgegangen und seitdem fällt es noch steiler als zuvor. Sagen wir mal, man ist ein Minecraft-YouTuber, wenn über die Hälfte der veröffentlichten Videos Minecraft-Videos sind. Dann würden mir jetzt spontan zwei mit über 1 Million Abonnenten einfallen, und zwar GourmetHD und Paluten. Vor 2 Jahren wäre mir da viel mehr eingefallen. Concrafter, Revenside, Jim Let's Play hat damals noch viel mehr Minecraft gebracht. Dann wäre noch Herr Bergmann, hat in letzter Zeit ja auch ziemlich aufgehört damit, umgespielt, Dena. Da fallen mir spontan viel mehr ein, die bereits umgestiegen sind auf gemischten Content. Abschließend bleibt also zu sagen, wenn man die Trends so verfolgt, sieht man, dass Minecraft so langsam immer unbeliebter wird und man dadurch weniger Klicks erzielt. Es ist jetzt die Frage, findet man das gut oder eher schlecht? Generell finde ich es sehr gut, wenn nichts gehypt ist und alles halt mehr auf Qualität schaut oder so. Also alles jetzt vom Content-Typ, weil ja gleich bewertet wird. Aber wenn ein Hype aufhört, fangen ja neue an. Und ich fürchte, dass das dieser Prank, ich war der Innen-Scheiße-Assi, Hype ist. Und ja, das macht mich traurig, das finde ich nicht gut, aber kann ja jeder für sich selber entscheiden, was er schaut. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ach, übrigens, ist euch aufgefallen, dass in letzter Zeit immer mehr YouTuber an Klicks verlieren und Content umstellen müssen, beziehungsweise ja, auf die Arbeitslosigkeit zugehen. Zum Beispiel Mr. Morgheim, Kunga, Zander, Early und viel mehr.